So, hallo, es geht um die Energiekrise und nicht, was ihr denkt, um die Energie aller unserer Mitmenschen, um eure Energie. Wie viele Patienten habe ich nicht täglich, ja, die eines ihrer Hauptsymptome mitbringen, und zwar Energieprobleme. Sie sind schlapp, müde, erschöpft. Mindestens jeder zweite. Gefühlt sogar jeder dritte Patient bei mir in der Praxis ist schlapp und müde. Wie kommt das? Dazu erzähle ich euch was. Mein Name ist Dr. Rainer Didier, Ernährungsmediziner, Umweltmediziner, Naturheilkunde und die sogenannte orthomolekulare Medizin. Das ist die Medizin, die sich befasst mit Mikronährstoffen. Das heißt, das, was in der Biochemie unseres Körpers notwendig ist, damit er gut funktioniert. So. Viele Patienten kommen zu mir, sie sind beim Hausarzt gewesen, der hat Laboruntersuchungen gemacht und es ist alles in Ordnung und trotzdem fühlen sich die Patienten schlapp und müde. Was sind die Hauptursachen dafür? Die Hauptursachen sind Defizite im Bereich, die wichtigsten nenne ich jetzt einmal. Einmal Vitamin D, Vitamin B12 und Eisen. Diese drei. Patienten kommen mit Laborwerten und der Hausarzt sagt, es ist alles in Ordnung. Ich beurteile die Werte ganz anders. Wir füllen das Vitamin D vernünftig auf. Wir füllen das Eisen vernünftig auf. Und auch das Vitamin B12. Und siehe da, zu 90% geht es den Patienten besser. Bis hin zu sehr gut. So. Also, habt ihr Probleme damit? Lasst diese Werte untersuchen und da müsst ihr dann vielleicht nochmal das ein oder andere Video bei uns, bei mir hier anschauen. Diese drei Werte, Vitamin D, B12 und den Eisenspeicherwert, wenn die in Ordnung sind, wenn die richtig gut sind, dann wird es euch auch besser gehen. Das ist zu 90% der Fälle immer so. Also. Ihr könnt die Werte gerne untersuchen lassen, folgt mir und ihr werdet nach und nach merken, wie ihr das interpretieren, wie ihr das lesen müsst und wie ihr das dann auch dementsprechend substituieren, quasi ergänzen müsst. Bis dahin, alles Gute und wenn ihr Fragen habt, gerne schreibt mich an. Ich kann da zweimal nur kurz drauf antworten, wenn überhaupt, oder versuche mit Videobotschaft drauf zu antworten. Ansonsten macht ein Plus, ein Like für diesen Beitrag und ich freue mich und es geht weiter. Bis dann.